uns mal zu dritt getroffen, ein paar Freunde und ich, und haben dann, ja, wir hatten irgendwie Bock, so eine Musik zu machen, und haben uns dann noch die Leute dazu gesucht, die irgendwie die Instrumente dazu spielen können, und haben dann angefangen, zusammen zu proben. Das war Weihnachten 2006, genau, haben wir uns gegründet, oder sind wir alle zusammengekommen, so, haben angefangen, Lieder einzuprobieren, zu studieren. Wir haben eigentlich klar angefangen, unsere eigenen Lieder zu machen, weil wir irgendwie zu schlecht waren, um irgendwelche Lieder zu covern. Genau, und Down to the White ist eigentlich entstanden, weil wir auf der Suche nach einem Bandnamen waren und dabei ein bisschen recherchiert haben. Und dabei haben wir aus Spaß mal in so einem Englischprogramm Fix und Foxy eingegeben, und da als alternatives Suchergebnis kam dann Fix und Fertig raus. Ich bin fix und fertig. Und das hieß dann auf Englisch I am done to the white. Und so ist dann auch mal entstanden. Also I am oder done to the white bedeutet eigentlich völlig erschöpft oder fix und fertig. Okay. Hat das irgendwas mit euch zu tun, dieser Name, oder ist es eher bildhaft? Wenn man sich so die Musik anhört und dann uns nach den Konzerten erlebt oder so, dann passt der Name schon irgendwie. Okay, gut. Habt ihr als Band irgendein besonderes Anliegen, was ihr den Leuten mitgeben wollt auf den Konzerten, und warum macht ihr gerade so eine harte Musik und nicht irgendwas Softes? Wir machen so eine harte Musik, weil wir eigentlich alle mit so einer Musik aufgewachsen sind oder irgendwie in diese Szene reingekommen sind. Und wir haben Bock auf die Musik, weil es uns Spaß macht, weil wir es gerne hören einfach und weil wir es gerne machen. Und wir sind alle Christen, und unser Anliegen ist schon, irgendwie in dieser Musikszene einen Unterschied zu machen. Einfach ja, auch ein Stück von Jesu Nachricht weiterzugeben. Ja. Okay. Und wie kommt das so an, wenn ihr vom Publikum spielt? Gibt es da eher Ablehnung oder eher Zustimmung, oder was habt ihr so für Erfahrungen damit gemacht? Also auf dem letzten Konzert war es ganz lustig, da haben wir in der Turnhalle gespielt, und als wir gesagt haben, wir sind eine christliche Band, kam erstmal großes Gejubel, worüber wir sehr verwundert waren. Also es wird eigentlich ganz gut angenommen. Also wir hatten schon Konzerte, wo uns dann teilweise die anderen Bands so ein bisschen verhöhen wollten oder so, aber ich fand das, also uns stört das jetzt nicht so, weil man hat meistens gemerkt, dass wir irgendwie doch den Unterschied dann gemacht haben auf dem Konzert. Und das verarbeitet ihr auch in euren Texten? Wie ist das Verhältnis so, Text und Musik, was ist wichtiger? Schon Musik, denke ich. Aber ich als Schreier verlange nicht, dass irgendjemand die Texte wirklich versteht, jedenfalls auf dem Konzert. Meiner Meinung nach könnte man es auf der Aufnahme verstehen, wenn man die Musik schon eine Weile hört. Wir stellen eigentlich auch die Texte ins Internet. Und ja, also in den Texten handelt es auch darum. Also es geht darum, wie ich teilweise, weil ich die Texte schreibe, wie ich mit Gott lebe, was ich mit ihm erlebe. Höhen und Tiefen in meinem Leben und wie ich sie mit Gott einfach schaffen konnte. Und so. Ja. Okay. Euer Logo ist gewesen, oder sind zumindest Vögel, zum Beispiel auf dem T-Shirt, was ich anhabe, oder auch bei anderen Gelegenheiten. Wie kommt es dazu? Ach. Keine Ahnung. Also, eigentlich gibt's. Ich habe das damals entworfen, das Logo, und diese Taube. Und mir hat einfach diese Mehrdeutigkeit in der Taube ziemlich gut gefallen, so, weil einerseits weiße Taube ist Zeichen des Friedens, in der Bibel Zeichen für den Heiligen Geist, genau, und ja, wir wollen schon, wie schon gesagt, da wir als Band irgendwie einen Unterschied machen wollen und auch auf Hardcore-Metalcore-Konzerten auch ein Stück
Frieden rüberbringen wollen oder das, ja, das vermitteln wollen. Deswegen ist es vielleicht ein Symbol für uns auch mit diese Taube. Okay, wie sieht es in der Zukunft mit euch aus? Ihr habt jetzt gerade eine EP gemacht und richtig professionell zwei Songs aufgenommen. Kommt irgendwann mal ein Album? Geht ihr auf Tour? Oder was wünschst du dir und was denkst du, was kommt? Also wir haben jetzt eine Promo-CD aufgenommen mit zwei Songs, also es ist noch keine EP. Okay. Meine Hoffnung ist, dass wir durch diese Promo-CD ein Stück bekannter werden in der Szene, dass sich Leute das anhören, von mir aus runterladen oder so. Das Ziel ist, dass es den Leuten gefällt, dass sie einfach schon was mit dem Namen verbinden können und ja, dass wir auf Festivals spielen. Das wäre schon cool. Also, ja. Und eine Tour wäre auch schon cool.